Captain Knopf. Captain Knopf, wo bist du? Knopf? Ah, hallo, Captain Knopf, Kollege. Da bist du ja, dann kannst du jetzt losgehen. Der Kompass ist ein ganz wichtiges Instrument, ein ganz wichtiges Gerät für uns an Bord. Er sagt zwar nicht, wo wir sind, aber er sagt uns etwas über die Richtungen aus und damit auch, ob wir in die richtige Richtung fahren. Und dann siehst du hier auf diesem Kompass mehrere Buchstaben, die die Himmelsrichtungen beschreiben. Du stehst jetzt auf der Nordseite des Kompasses, deswegen ist da ein N. Und ich stehe dir gegenüber auf der Südseite, deswegen ist da ein S. Da ist die Sonne und dann ist da... Da hinten Richtung Schornstein guckst und da immer weiter, da wäre der große Atlantik, da wo die großen Schiffe von See herkommen. Und da hinten nach Osten, da geht für uns die Sonne auf. Deswegen haben wir hier ein N, ein O, ein S und ein W. Wenn man sich das am Anfang ein bisschen schwer merken kann, da gibt es einen Merkspruch, der sagt einfach, niemals ohne Seife waschen. Das ist eigentlich schon das Wichtigste. Der Kompass dreht sich immer ganz alleine. Da brauchen wir gar nichts machen. Das Einzige, was sich da dreht, ist das Schiff um diesen Kompass drumherum. Aber da es auf See ja keine Häuser hier oder Bäume gibt, brauchen wir das, um dann ständig die Richtung zu unserem Ziel oder nach Hause zu finden.